Guten Morgen! Wir machen heute mal ganz was anderes. Komplett. Komplett was anderes, als wir eigentlich gewohnt sind oder gewohnt waren. Wir werden heute nach Osterkappeln fahren. Da wohnt der Onkel Phil. Und wer Onkel Phil nicht kennt, gerne mal seinen YouTube-Kanal abchecken. Der baut Zeug, aber anderes Zeug. Und unter anderem würde er gerne einen China-Buggy wieder aufbauen, den er für kleines Geld geschossen hat. Problem ist nur, der Motor ist Fritte. Und ich habe mich angeboten, mir das anzugucken. Und deswegen fahren wir dahin. Vorher muss ich aber zu Rossmann und mir Haftcreme kaufen, weil einer meiner Zähne hat es nicht überlebt. Und da das in der Front ist, habe ich jetzt so eine Blende davor. Und die wackelt da rum und ich habe das Gefühl, nicht richtig reden zu können. Und komme mir wie ein Idiot vor. Und das muss ich vorher abstellen und dann geht er los hier. Jetzt habe ich mir das gerade mal eben auf der Kamera angehört und ich klinge tatsächlich ganz normal. Nur mir kommt das so vor, als würde ich komisch sprechen. Für alle, die das interessiert, ich hatte 22 einen Arbeitsunfall oder 23. Da habe ich mir einen Schneidezahn rausgeschlagen mit einem Schlauchende. Und also da war so ein Messingstück drauf und das habe ich mir in die Fresse gehauen und dabei hat es den Schneidezahn erwischt. Und die Wurzel hat dann gesagt, nö Bruder. Also dann Wurzelbehandlung und jetzt ein gutes Jahr später sagt der Zahn, ich will raus. Okay, dann raus. Und jetzt gibt es dann in 6 Wochen was Neues da vorne rein. Und ich kann euch so viel sagen, das macht keinen Spaß, weil das richtig, richtig Geld kostet. Und die BG sagt, unsere beste Premium. Unschlagbar. Ich glaube denen kein Wort, weder dem einen noch dem anderen. Was ist denn hier bei Protefix? Cookie Dent. Kickes. Ja, dann pass auf, ich hole mal die Kamera. Ja, ich bin hier auch schon nebenbei ein bisschen dann, dann halten wir das mal einfach so filmerisch fest, was wir hier vorhaben. Und dann machen wir das bei dir. Dann, oder du filmst das oder ich filme das oder wir filmen das beide. Bei, parallel ist immer gut. 2 Kameras, kein Platz zum Arbeiten, das ist immer top. Mega gut, ne? Super. Tippitoppi. Die Leute, die vor lauter Filmen nichts gebacken kriegen, aber das ist nicht meine Baustelle hier. Ich muss immer noch denken, die Kamera überhaupt unterstellen. Der Gag ist ja, ich filme jetzt gerade für meine Community so ein bisschen mit und die sind ja alle Motoren bewandert und das dann mal aus, von einer anderen Perspektive betrachten zu können, ist halt auch wieder was anderes. Hier ist jetzt halt, ja, die Kurzfassung ist, Ventil, Kolben, Moin, kaputt. Das ist die Kurzfassung. Plus, nicht der typische China-Motor, sprich keine Teile und ein kaputtes Differential. Das heißt eine Menge Arbeit. Und das meiste von dem, was hier passieren wird, könnt ihr euch sicher dann bei Onkel Phil auf dem Kanal angucken, den ich in der Beschreibung verlinken werde. Nur damit ihr eben einmal einen Eindruck davon bekommen habt, was hier denn los ist. Aber wie gesagt, ich sehe immer noch nicht das Problem, dass es nicht am Ende wieder laufen kann. Nach wie vor nicht. Und das ist ein Top hier für auf dem Büro, das Kugelschreiber einstellen. Das muss man aber auch gewollt haben. Kolbenfenster. Ja. Kannst du eine Beleuchtung reinkleben. Scheiße. Ich finde, das hat was. Das hat auch was. Was Beruhigendes. Auf jeden Fall. Gut. Okay. Hier muss das rein, das ist Onkel Phil. Ah, und da sollen irgendwo Kilometer, aber. Nee, hat er gar nicht. Hat er gar nicht? Nee, hat er nicht. Warum auch immer. Guck mal, auch sehr ambitioniert, dass der Tacho bis 100 geht. Ne? Also bergab schafft er das vielleicht. Und ab 60 ist roter Bereich. Da hat man sich dann ja auch den Drehzahlmesser gespart. Das heißt, wenn du 60 fährst, passiert dasselbe nochmal. Fliegt dir das unter den Arsch? Alter Vater, guck dir das an. Aber ey, ich verstehe aber, warum du sagst, komm, wir machen uns jetzt die Mühe, because of, wenn das fährt und so ist das ja auch geil. Das ist ein lustiges Teil. Ich kenne diesen Buggy ja schon seit 15 Jahren oder so. Der war immer im Besitz von meinem Freundeskreis.
Ja. Ich bin damit mal gefahren, das ist locker 15 Jahre her, mehr sogar. Und da fand ich das lustig, da sind wir damit durch, hier an völlig legalen Stellen in Deutschland rumgefahren. Ja. Also nie am Kanal oder sonst wo. Und das muss ich sagen, war cool. Und, wie gesagt, man kann mit diesem Ding als einer der ganz wenigen von diesen exotischen Kackbuggies noch auf der Straße vernünftig fahren, sogar durch den Kreisverkehr, weil er einen Diff hat. Hatte. Hat. Hat. Alleine. Alleine das hier. Da umgelenkt, hier auf diesen Servo da drauf. Was ist denn für ein Servo? Hier ist doch Öl für die Lenkungsdämpfungsgeschichte da. Du glaubst auch an alles, hä? Wie, den Weihnachtsmann gibt's nicht? Doch. Das hier ist ein Gummiproppen. Und das ist einfach eine Schraube hinter. Aber ich glaube, da ist was drin. Fett. Ah, also gar nicht so Lenkungsdämpfer servomäßig gedacht, sondern einfach nur. Und Doppelhupe? Ja, die hört sich richtig schlimm an. Die hört sich an, als wenn sie einfach stirbt. Aber das lasse ich so, weil das lustig ist. Ja, das ist witzig. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich verstehe aber, warum du nostalgisch sagst, das will ich wieder am Fahren haben. Bremse ist gut, ja. Die ist top. Was ein Ükel, du. Das ist gut, ne? Und die dicksten Reifen da drauf, ist ja kein Wunder, dass China-Differential aufgibt. Ja, das oder weil es unterdimensioniert ist. 9 PS. Hat ja nicht so gut funktioniert, du weißt ja, ne? Im Diff immer schön driften wollen, weil du hast ja auch sogar eine Handbremse. Ah. Die geht direkt auf die Hinterachse. Ja, gut. So, was meinst du, was los ist, wenn du dann mit Vollgas ankommst hier? Das ist ja Variomatik und all so ein Scheiß. Und dann ziehst du mal eben jetzt die Handbremse. Das mag der. Das lieben die Dinger. Aber Einzelradaufhängung und alles, ne? Ja, das ist ja, deshalb will ich das ja. Selbst wenn ich sage, irgendwann hier, ich mach da mal irgendwas anderes dran, dann baut man sich hier eine Konsole mit dem Ritzel. Ja. Und dann hast du immer noch vierfach gebremst mit Einzelradaufhängung. Und dann kannst du auch driften. Dann kannst du driften. Ich hätte da notfalls so einen KTM-Einzylinder mit richtig Druck, der Bock machen würde in dem Ding. Das wäre was. Schön Drehmoment. Ja. Der Motor hätte dann, so wie ich ihn bauen würde, gute 50 PS, 50 Newtonmeter. Dann fährt das auch auf dem Hinterrad. Bitte? Was meinst du, wie viel Newton das Ding original an Drehmoment hat? 4. 4 Newtonmeter hat das. 6. 6 Newtonmeter? 6, mein Freund. Das ist cool, aber ganz schön viel. 6 Newtonmeter ist mehr, als ich mit dem Fahrrad schaffe. Ja, viel mehr hat die SpaceX-Rakete auch nicht. Nee. Einfach das Bestehende zu nehmen, was man eh noch hat. Hier ist einfach ein zweiter Bremssattel dran. Ne? Ja, aber ist so. Muss man einfach. Aber geht noch. Oh, das kriegt man ja alles wieder gängig. Ja, das ist kein Problem. Ich war ja froh. Ich habe der Bremszylinder, weil da, wo der stand, da muss wohl irgendwas hier drin gelegen haben. So, der stand die ganze Zeit auf Vollbremsung. Und ist dann festgegammelt. Ja, gut. Und ich dachte erst, okay, hier geht gar nichts mehr. Und dann habe ich einfach mal einen Bremsschlauch gelöst, den Druck runtergelassen. Und plötzlich drehten sich die Räder. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist schon mal nicht. Das ist sehr gut, das ja. Das ist ganz schön viel wert. Vor allem die ganzen Leitungen und alle unabhängig voneinander. Und die sind alle dicht und es ist überhaupt kein Problem. Einen Bremszylinder, den gibt es für einen 30er. Ja, perfekt. Und den habe ich auch schon. Also das ist cool. Da brauche ich mir keine Sorgen. Die müssen wir mal ein bisschen aufprobieren. Blinker sind unterwegs. Ja, der ist hier auch. Die sind alle so. Hanging low. Klappblinker, alles Klappblinker. Ist aerodynamischer, dann hast du mehr Leistung. Also nicht mehr Leistung, aber du kommst besser durch den Wind. Ja. Man weiß, ob man fährt, wenn man immer das Geräusch hat. Oh, ich fahr noch. Alles gut. Es läuft. Elektrode geschweißt und ich musste dabei nicht kotzen. Weil es gibt Elektronenschweißen und es gibt Elektronenschweißen. Das ist so. Mhm. Wenn man das kann, ist das eine ganz feine Sache. Und wenn man das nicht kann, oh Gott, kann man sich nicht angucken. Das ist ganz fies. Ja, fuck. Ich bin jetzt schon wieder unterwegs. Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, mehr zu filmen. Das macht aber nichts, weil wenn dieses Video hier online geht, ist das Video von dem, wo es eigentlich drum geht, schon bei Onkel Phil auf dem Kanal zu sehen. Das heißt, wenn du daran Interesse hast, was wir da jetzt gemacht haben, oder um welchen Buggy es geht, dann geh gerne zu ihm rüber.
Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung von ihm. Guck dir das an, das ist wirklich ein feiner Kerl. Ich war jetzt von 11 bis um ja, 15:30 da. Ich habe die Zeit vergessen, das hat wirklich echt Spaß gemacht. Und wenn du Bock hast, guck dir das an, was wir da dann zusammen auf seinem Kanal machen. Dass vielleicht meine Community bei ihm Anknüpfpunkte findet und seine Community vielleicht bei mir. Wenn ihr dann unterhalten seid, haben wir am Ende wieder alle was davon. Das ist ein absolut faires Ding. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt noch zu Jannis und Luca von Schichtwerk fahren. Aber sagten, wir sind gerade am Streichen. Das war zwar abgesprochen, aber haben sie wohl ein bisschen verplant. Deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Und deswegen ist das Video dann heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Macht aber ja nichts. Dann fahren wir zu Schichtwerk. Dann wann anders nochmal. Das hätte ich jetzt mit in dieses Video gepackt. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so, dass das voneinander getrennt ist. In diesem Sinne, geht mal bei Phil gucken, was wir da besprochen haben, worum es geht. Tschüss!